gibt es viel mehr Planeten in unserem Sonnensystem als bisher gedacht. US-Astronomen wollen die Rückklassifizierung des Zwergplaneten Pluto in einen Planeten. Doch das hätte weitreichende Folgen. Da fällt nämlich auf, dass wir unzählige Himmelskörper im Sonnensystem hätten, die ähnliche Kriterien erfüllen würden. What? So viele riesige Himmelskörper im Sonnensystem, die dann plötzlich als Planeten gelten würden? Das muss geklärt werden in Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. 110 Planeten? Wie bitte? So viele könnten es tatsächlich im Sonnensystem sein, ginge es nach einem US-Forscherteam. Wieso? Weshalb? Warum? Im Jahr 2006 gab es eine Revolution. Hunderte Forscher stiegen auf die Barrikaden und protestierten. Es gab zwar keine Straßenschlachten oder Demos, aber für die Forscher war es fast so revolutionär. Sie schrieben einen Brief, eine Petition gegen die Entscheidung der International Astronomical Union, IAU, dem Pluto den Planetenstatus abzuerkennen. Und es kam zu Unerhörtem. Sie drohten sogar damit, diese Entscheidung einfach zu ignorieren. Zwar gibt es heute immer noch Kritiker, aber die Proteste verliefen im Sande. Pustekuchen. Außer Spesen nichts gewesen. Pluto wurde zum Zwergplaneten degradiert und die Folgen waren schlimm. Im Januar war gerade die Sonde New Horizons gestartet, um den letzten Planeten unseres Sonnensystems zu erkunden. Und jetzt war er weg. Sie flog zu dem viel weniger bedeutenden Zwergplaneten Pluto. Das hieß natürlich ziemlichen Fuss beim Team von New Horizons. Aber die Wissenschaftler der Mission ruhen nicht und wollen ihre Reputation unbedingt wiederherstellen. Für sie war es eine Schmach, im Juli 2015 keinen Planeten, sondern nur einen Zwergplaneten erforscht zu haben. Es waren zwar spektakuläre Fotos, die da zur Erde gefunkt wurden, aber halt nur von einem Zwergplaneten. Aber das soll sich jetzt ändern. Forscher um Kirby Runyon von der Johns Hopkins University wollen den Pluto wieder zum Planeten machen. Dafür schlagen sie vor, die Kriterien vom Planeten zu ändern. Bisher ging es danach, ob das Gestirn in einer kreisrunden Bahn um die Sonne zieht, ob das Gestirn selbst kugelförmig ist und ob die Flugbahn von anderen Objekten freigeräumt ist. Und genau letzteres gilt nicht für den Pluto. Gilt das letztere Kriterium aber nicht mehr, gibt es unzählige Objekte, die mit Pluto auch zu Planeten würden. Da sind zum Beispiel die aktuellen Zwergplaneten Ceres, Vesta, Juno, Pallas im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter oder im Kuipergürtel Orcus, Ixion, Varuna, Haumea, Kuawa, Makemake und Eris und zahlreiche weitere Objekte würden dazukommen. Es wären insgesamt 110 Planeten. Ich finde die Initiative deshalb super interessant. Es lenkt die Perspektive darauf, wie viel fast unzählige größere Objekte um die Sonne kreisen. 110. Dabei würden Asteroiden noch nicht mal mitgezählt und einige der Zwergplaneten zum Beispiel sind fast so groß wie Pluto, der einen Durchmesser von 2374 Kilometern hat. Super spannend finde ich auch, dass zum Beispiel die Jupitermonde allesamt größer als Pluto sind. Kein Wunder, dass auch sie so intensiv erforscht werden. Allerdings gibt es mit der Planetendefinition des Pluto ein wirkliches Problem. Und das könnte theoretisch sogar zu zehntausenden neuen Planeten führen. Wenn wir erst den Kuipergürtel um unser Sonnensystem besser erforschen können, dann ist es wahrscheinlich, dort zehntausende Objekte zu finden, die die vorgeschlagene Definition erfüllen. Bisher sind dort nur einige hundert transneptunische Objekte, also Objekte, die weiter als Neptun von der Sonne entfernt sind, bekannt. Aber es könnten eben Zehntausende werden, die einen Durchmesser von mehr als 100 Kilometern dann haben. Und das würde dann tatsächlich etwas unübersichtlich werden. Irre, was so alles da draußen noch unerforscht ist. Mehr erfahrt ihr täglich hier bei Klicksum. Mir einfach hier mit einem Klick ein Abo aufs Auge drücken und nicht vergessen, mir danach einen auf die Glocke zu geben. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.